Dann kam der weiße Mann. Klüger, verschlagener, grausamer. Er tauschte für wertlosen Plunder dein Gold, schändete deine Frauen, machte deine Krieger betrunken, pferchte in Schiffe deine Söhne und Töchter. Die Tamtams dröhnten durch alle Dörfer, weit ausbreitend die Trauer, den wilden Schmerz. Die Nachricht vom Leid in einem weit, weit entfernten Land, wo die Baumwolle Gott ist, der Dollar König. Verdammt zur Sklavenarbeit, Lasttier, von früh bis spät unter brennender Sonne, damit du vergisst, dass du ein Mensch bist. Worte von Patrice Lumumba, einem Mann, der im Kampf um die Unabhängigkeit Afrikas ermordet wurde. Für die Menschen in Ostafrika lastet auf der Baumwolle ein Erbe schlimmer Zeiten. Früher Sklaven im eigenen Land, blieben sie auch nach der Unabhängigkeit Gefangene der gleichen Ordnung der Weltwirtschaft. Ein einfacher Bauer wie ich, dem geht's schlecht, weil er nichts zum Wirtschaften hat. Da arbeitet die ganze Familie monatelang im Feld für nichts. 3 Tage lang schufte ich jetzt schon hier auf 1 Hektar Baumwollfeld mit Frau und 5 Kindern. Nur damit wir Schulden machen. Ich suche ihre besten Jeans. Ja, das ist eine Lee. Okay, die nehme ich. Ein Blick auf das Etikett hätte doch genügt. Die Blue Jeans gehören für uns in Europa zum Alltag. Die blaue Uniform des westlichen Lebensstils wird hier auf diesen Baumwollfeldern geboren. Sie liefern den wichtigsten Rohstoff für unsere Kleidung. Wir, die Verbraucher, sind neugierig, folgen dem Weg der Baumwolle. Weil jeder von uns Baumwolle täglich auf der Haut trägt, weil die Geschichte der Unterentwicklung der armen Welt untrennbar mit diesem Rohstoff verknüpft ist und weil gerade die ärmsten Länder von ihr leben sollen. Wir sind auf der Spur. Wir nähern uns dem Dorf Muhenda in Tansania, folgen einem der vielen Wege in die Armut. Nafikiri hawa jamaa mnaoona wao wametoka Ujerumani. Kwa wale ambao hawakuwepo, wametoka Ujerumani na nia yao ni kuja kupiga picha za sinema. Hawa Wajerumani wananunua sana pamba yetu. Diese Fremden, die uns hier filmen, sind zu uns ins Dorf aus Westdeutschland gekommen. Sie wollen in Tansania einen Film drehen. Die Deutschen kaufen unsere Baumwolle und sie machen daraus mit ihren Maschinen Stoffe. Sie zahlen uns für die Baumwolle einen geringen Preis, weil sie nicht berücksichtigen, mit wie viel Arbeit der Anbau verbunden ist. Die Gäste mit der Kamera wollen eure Arbeit filmen, damit sie es zu Hause zeigen können. Bitte helft den Leuten bei ihrer Aufgabe, lasst sie heran an euren Alltag und eure Sorgen. Die Leute von Muhenda, dem Dorf in Tansania, verbringen ihr Leben mit dem Anbau der Baumwolle. Die Pflanzen sind auf ständige Pflege angewiesen. 8 Monate lang, von der Aussaat bis zur Ernte, arbeiten die Menschen auf den Baumwollfeldern. Das Dorf Muhenda ist ein gewöhnliches Dorf. Die Leute sind arm,
Doch es gibt Landstriche in Ostafrika, wo die Not viel größer ist. Dieser Ort liegt im Busch, abseits der großen Straßen. Natürlich gibt es in Muhenda keinen elektrischen Strom und die nächste Krankenstation liegt einen Tagesmarsch entfernt. Wirkliche Sorgen aber bereitet den Leuten aus Muhenda die Wasserversorgung. Denn die längste Zeit des Jahres laufen Frauen und Kinder mit Blechkanistern zur Wasserstelle, eine Dreiviertelstunde weit entfernt. In Muhenda gibt es auch etwas Besonderes. Die tansanische Regierung hat hier eine Großfarm errichten lassen. Sie bietet den Leuten eine zusätzliche Arbeitsmöglichkeit. Während Frau und Kinder den eigenen Hof bestellen, findet der Mann auf den großen Plantagen Beschäftigung als Tagelöhner. Ihre Heimat Tansania gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Staat kann den Landarbeitern nur sehr wenig bezahlen. Für die harte Arbeit im Akkord erhalten sie im Durchschnitt 13 Schillinge am Tag, was ungefähr 3 Mark entspricht. Nicht immer gibt es genug Arbeit für alle. Viele hier haben keine eigenen Felder. Für sie ist die Farm die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich arbeite hier auf der Baumwollfarm als Tagelöhner. Wo lebt Ihre Familie? Meine Leute sind in Dodoma. Und wieso sind Sie hierher gekommen? Ich habe die Familie für eine Zeit verlassen müssen, weil es bei uns keine Arbeit gibt und wir in Not sind. Sie wollen durch den Verdienst auf der Farm Ihrer Familie in Dodoma helfen? Ich hoffe, dass ich in 3 Monaten Geld habe und zurück bin bei meiner Frau und den Kindern. Sind Sie denn hier auf der Farm in Muhenda wirklich besser dran als daheim in Dodoma? Sonst wäre ich nicht hier. Bei uns gibt es gar nichts. Ich kam aus Dodoma hierher. Arbeiten Sie auch auf den Baumwollplantagen? Was tun Sie auf der Farm in diesen heißen Tagen? Ich hacke das Unkraut, pflücke die Baumwolle und abends stampfe ich Maismehl fürs Essen. Ist die Arbeit sehr anstrengend? Ich muss Geld verdienen. Sind Sie zufrieden mit der harten Arbeit auf den Plantagen? Ich bin froh, einen sicheren Lohn zu kriegen. Sie verdienen täglich weniger als 3 Mark. Reicht das aus? Es muss genügen. Ich habe wie die meisten hier ein kleines Baumwollfeld. Wir Bauern brauchen die Baumwolle, damit wir Geld bekommen. Damit muss ich im Laden für die Familie einkaufen. Schulhefte, Bleistifte, Töpfe, Kleider zur Schule für die Kinder und Medizin. Besonders die Medizin ist wichtig, weil eines unserer Mädchen Kinderlähmung hat. Sita kann nicht laufen, sie sitzt und arbeitet immer hier vor dem Haus. Aber wenn die anderen aus der Schule zurück sind, geben sie ihr Unterricht. Jeden Tag erzählen die Brüder alles, was sie gelernt haben. Es ist eine schlimme Sache für uns kleine Bauern. Der Kleinbauer Ali Haule kann mit den Einkünften aus dem Anbau der Baumwolle nur wenige Dinge kaufen. Die Menschen sind es gewohnt, selbst für das eigene Essen, durch die Pflanzung von Grundnahrungsmitteln und Haltung von Tieren zu sorgen. Man hatte uns gesagt, dass die Leute in Muhenda von der Baumwolle leben. Wir haben gemerkt, dass es so nicht sein kann. Das genügsame Leben von Frau Haule machte uns deutlich, dass diese Leute nicht vom, sondern für den Anbau der Baumwolle leben müssen. Gemüse und Getreide kaufen wir nicht ein, das pflanzen wir alle selbst an.
Das wird alles noch im Dezember gesät, bevor die Schufterei mit der Baumwolle beginnt. Wir pflanzen und essen nur Eigenes, hauptsächlich aber Mais, auch Hirse, Maniokwurzeln und Erbsen. Für etwas Fleisch oder Fisch langt es aber höchstens 2 bis 3 Mal im Monat. Die Kinder in Haules Familie sind schon von klein auf gewohnt, auf dem Hof mitzuhelfen. Nach der Schule ist es für sie selbstverständlich, 4 Stunden täglich für den Unterhalt der Familie mitzusorgen. Eingespannt bei der Pflege der Baumwolle, der Verarbeitung von Gemüse und Getreide zum Unterhalt der Familie. Ich will euch heute nach den wichtigsten Ausfuhrgütern Tansanias befragen. Für unseren Handel in der Welt sind Sisal, Baumwolle und Cashewnüsse ganz wichtig. Heute werden wir über die Baumwolle sprechen. Das hier ist eine gewöhnliche Baumwollpflanze. Aber Baumwolle hat eine Vergangenheit. Baumwolle wurde ab 1892 in Afrika durch die deutschen Kolonialherren verbreitet. Tansania war von ihnen beherrscht und so haben damals die Männer aus Deutschland beschlossen, Baumwollplantagen für die deutsche Textilindustrie einzuführen. Weiß jemand, wo dieses Deutschland liegt? Mapunda. Die Deutschen waren damals Leute ohne Rücksicht und mit viel Gewalt. Sie haben unsere Urgroßväter zum Anbau der Baumwolle für Deutschland gezwungen. Wer Widerstand leistete, musste zur Strafe Steuern zahlen. Unsere Leute mussten zur Arbeit auf den Plantagen in Deutsch-Ostafrika mit Peitschen gezwungen werden. Sie wehrten sich, weil sie nicht zum Nutzen der Fremden arbeiten wollten. Unsere Bauern haben sich deshalb 1905 zu einem Aufstand gegen den deutschen Kaiser entschlossen. Der Maji-Maji-Aufstand dauerte 4 Jahre und am Ende waren fast 110.000 unserer Bauern tot. Für die Leute in Muhenda sind dies Plantagen mit Vergangenheit. Ihre Vorfahren waren versklavt. Sie mussten erleben, wie sich die Mächte des Nordens dies Land mit seinen Menschen, Rohstoffen und Bodenschätzen geraubt hatten. Es war die Geburtsstunde jenes Weltmarktes, für den Haules Familie noch heute die weiße Faser der Baumwollpflanze pflücken muss. Auf 6 Morgen Land, bei 40 Grad Hitze, über mehrere Wochen lang, sind sie auf dem eigenen Acker von mittags bis abends beschäftigt. Eine Pflückmaschine auf den weißen Feldern von Texas. Vor langer Zeit hatten hier die schwarzen Sklaven aus Afrika die Grundlagen für den Reichtum von heute schaffen müssen. Roboter haben jetzt die Sklavenarbeit übernommen. Auf gleich großer Anbaufläche erntet man hier die 10-fache Menge an Baumwolle wie in den armen Ländern. So produzieren reiche Länder wie die USA oder die Sowjetunion Millionen von Tonnen Baumwolle. Gegen diese Ernten sind die Erträge Tansanias bedeutungslos. Mama,
Das Leben der Leute von Muhenda bestimmt die Baumwolle. Für die Bauern naht der wichtige Augenblick. In wenigen Tagen wird die Sammelstelle der Baumwollbehörde mit dem Ankauf beginnen. Über Wochen wird die Ernte eingebracht. Die gepflückte Baumwolle muss mühsam von Schmutzresten gereinigt und nach Qualitäten sortiert werden. Für jede Sorte bekommt der Bauer beim Verkauf einen anderen, im Voraus festgesetzten Preis bezahlt. Alafu, mpaka juma la tano ndio inakuwa kilo shilingi tatu kwa namba A. Ich habe gehört, dass wir diesmal für die gute Qualität unserer Baumwolle nur 3 Schillinge fürs Kilo bekommen und für die schlechtere nur 1 Schilling 60. Und dabei brauchen doch die Kinder wieder Schulsachen. Und Kleider für die Schule haben wir auch nicht genug für alle. Es kann ja nicht so weitergehen. Was glaubst du, Mutter? Auch im Nachbarhof wird die Baumwolle für den Verkauf verpackt. Mzembogo ist in Muhenda ein Mann mit Ansehen. Mit seinen 60 Jahren ist er einer der besonders erfahrenen und geschätzten Pflanzer der Gegend. Seit 8 Monaten waren 6 Leute seiner Familie Tag für Tag auf dem Feld. Im Unterschied zu Herrn Haule ist Mzembogo zu alt für die zusätzliche Arbeit auf der Großfarm. Er ist allein auf die Erträge seiner eigenen Pflanzung angewiesen. Lange Wege haben die Kleinbauern hinter sich. Sie bringen die Säcke voll Baumwolle zur Sammelstelle. Die staatliche Einkaufsgesellschaft hat in Muhenda mit dem Ankauf der Ernten begonnen. Sie hat das Einkaufsmonopol. Die Baumwolle von Herrn Bogo ist im Dorf für ihre besondere Güte bekannt. Er hat große Erwartungen in ihren Verkauf gesetzt. Auf jedes Pfund, auf jedes Gramm kommt es jetzt an. Denn nur die Baumwolle bringt den Leuten Bargeld für Dinge, die sie selbst nicht herstellen können. Angalia na kilo. Kilo iko. Sasa. Herrn Bogo ist enttäuscht. Seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Die Ernte ist schlecht ausgefallen. Er erhält weniger als im Vorjahr ausbezahlt. Die staatliche Baumwollbehörde will das Risiko unsicherer Einkommen für die Bauern mindern. Sie garantiert ihnen einen vorab festgelegten Preis für das Kilo Rohbaumwolle. Menge und Qualität der Ernte werden natürlich erst bei der Lieferung festgestellt. Aus dem Verhältnis von Menge und Preis pro Kilo errechnet sich der karge Lohn für die Arbeit der Familie des Herrn Bogo. Dar es Salaam, die Hauptstadt des Landes. In den Büros der Hafenstadt finden wir die Niederlassungen aller multinationalen Unternehmen aus der nördlichen Halbwelt. Hinter den Betonfassaden sitzen auch die Makler des internationalen Baumwollhandels. Herr Diekin ist Vertreter eines der bedeutendsten Unternehmen. Seine Firma kauft jährlich von der staatlichen Baumwollbehörde bis zu 1/3 der gesamten Ernte des Landes. Herr Diekin ist seit 40 Jahren im Baumwollgeschäft. Den ostafrikanischen Markt betreute er schon zur Zeit der britischen Kolonialherren in Tansania. Ich arbeite für eine Privatfirma. Sie heißt Cotton Distributors. Die Firma ist in der Schweiz eingetragen, in Lausanne. Wie groß ist das Unternehmen? Wir machen ein ganz schönes Geschäft in allen Teilen der Welt. Können Sie uns Beispiele nennen?
Starting from here, there's, ja, also hier in diesen Tansania, Uganda, Kenia, Nigeria, Benin. Soweit auf diesem Erdteil. Nein, natürlich noch im Sudan. Dann sind wir in Lateinamerika und in Nordamerika. Also weltweit. Können Sie uns eine Vorstellung von der Bedeutung solcher Handelsunternehmen geben? Das wird wohl in die Millionen von Baumwollballen gehen. Im Baumwollhandel muss man doch sicher aufmerksam und schlau sein. Wie verläuft der An- und Verkauf? Ja, man muss natürlich immer abwägen. Wenn Sie billig einkaufen wollen und teuer verkaufen, dann wird es nicht nur so von selbst gehen. Aber diese Spekulation funktioniert doch nach bestimmten Regeln. Ja, natürlich. Sonst wären wir nicht im Geschäft. Aber wer kann schon bestimmen, wie der Baumwollpreis ausfällt? Ihre Firma muss doch darauf Einfluss nehmen können, sonst würde sie nicht so wachsen. Das war schon immer ein Spekulationsgeschäft. New York, Welthandelszentrum, Sitz der wichtigsten Baumwollbörse. Die Herren in weißen Hemden sind Makler der Unternehmen des internationalen Baumwollhandels. 15 multinationale Unternehmen aus den USA, England, Japan und der Schweiz kontrollieren 90% des Welthandels mit der Naturfaser. Man spekuliert mit den Schwankungen der Baumwollpreise beim An- und Verkauf. Das Warentermingeschäft. Spekulanten kaufen, gedeckt durch Großbanken, die Baumwolle schon auf, wenn in den Anbauländern gerade die Aussaat begonnen hat. Zugleich vereinbaren sie den Termin für ihre Lieferung, meist ein halbes bis ganzes Jahr im Voraus. Allein auf die Erwartung der Handelsgewinne, die sich aus den Schwankungen der Kursnotierung ergeben, stützt sich dieses Geschäft. Bis zu 80% der Baumwolle am Weltmarkt sind Gegenstand solcher Warentermingeschäfte. Jahresumsatz der Börse 25 Milliarden Dollar. Die Unternehmen verfügen über eine Schaltzentrale des Welthandels, an deren Elektronengehirne 100 periphere Handelszentren des Baumwollmarktes auf allen Kontinenten gekoppelt sein sollen. Die Großhändler haben Einflusszonen und Preisabsprachen. Durch Lagerhaltung schaffen sie gezielte Überangebote und bringen den Preis zum Einsturz, kaufen im nächsten Augenblick zum Billigpreis auf und horten von Neuem. Seit 10 Jahren ist der Baumwollpreis fast gleich geblieben. Dazwischen gezielte, starke Schwankungen zum Nutzen der Terminspekulanten. Hier werden Naturkatastrophen ausgewertet. Durch Witterungswechsel können die Welternten um 10% schwanken. Die Experten der Warenterminspekulation wissen das in gezielte Preisschwankungen bis zu 25% umzumünzen. Schwankende Einnahmen aus Exporten zerfetzen die volkswirtschaftlichen Pläne der abhängigen, armen Länder. Für die Bauern in Tansania wird hier das Elend organisiert. Die Ernte war in diesem Jahr miserabel. Das lag am schlechten Wetter. In diesem Jahr war es ein Verlust. Ich habe mit meiner Familie 6 Morgen Land bearbeitet, aber wir haben nur 20 Säcke ernten können. 6 Leute aus meiner Familie haben ein halbes Jahr lang geschuftet. Es ist eine richtige Pleite. Wir haben viel mehr an Zeit und Arbeit hineingesteckt, als wir herauskriegen. Allein das Pflanzen, Jäten und so weiter hat mir Unkosten von 1.900 Schillingen gebracht. Und für 20 Säcke, oder vielleicht werden es noch 3 Säcke mehr, bekomme ich beim Verkauf etwa 3.000 Schillingen. Und das bleibt ein Verlustgeschäft.
Und warum ist das ein Verlustgeschäft? Es ist ein Verlust, weil wie viel Zeit haben wir von Januar bis August hineingesteckt? Das sind ja 8 Monate. Und das ist eine Unmenge an Zeit und Schufterei für so wenig Lohn. Aber eine andere Frucht zum Verkauf haben wir eben nicht. An jedem Dienstag trifft in Mohenda der Ältestenrat zusammen. Man hat Probleme und ist gewohnt, sie offen anzusprechen. Wir wollten wissen, was die Bauern von der Ordnung des Weltmarktes halten. Von Spekulanten und Warenterminhandel hatten sie natürlich noch nichts gehört. Wir haben geschwiegen und baten sie um ihre Meinung. Diese 3 Schillinge für 1 Kilo Baumwolle, das kann doch nicht so bleiben. Es müssten 15 Schillinge sein. Warum? Weil wir bei der Schufterei auch was verdienen sollten. Stellt euch vor, seit einer Ewigkeit, als wir mit der Baumwolle hier anfingen, leben wir in diesen Grashütten da drüben. Kein Fortschritt. Wenn Fremde uns hier schon vor Jahren als Touristen besucht hätten, die würden uns heute wiederfinden. Natürlich immer noch in diesen Grashütten. Wo sind wir denn überhaupt? Aber wenn es eine Möglichkeit geben würde, die Preise fair auszuhandeln, hätten wir uns enorm verbessert und könnten uns sogar anständige Häuser bauen. Wir wissen doch, dass die ausländischen Baumwollhändler diejenigen sind, die uns die Preise festlegen. Da muss man doch merken, dass man ausgebeutet wird. Ich glaube, wir sollten den Preis für die Baumwolle kontrollieren und mitbestimmen. Ich möchte diese Leute kennen, die unsere Preise machen, damit wir in dieser Organisation einen Sitz kriegen und entscheiden können. Das Zeug wird im Ausland gehandelt und ausgerechnet wir Bauern bleiben dabei ausgeschlossen. Ja, die Preise werden uns diktiert. Da ins Ausland verkaufen unsere Leute, aber wir wissen nicht, was die bekommen und ob es da im Ausland mit unserem Geld gerecht ist. Da möchten wir gerne mitreden. Ich glaube auch, die Baumwollarbeit ist sehr anstrengend und trotzdem sind die Preise so niedrig. Es ist hart. Roden, pflügen, säen, jäten, hacken und sortieren. Mit unseren bloßen Händen machen wir nichts als Schulden. Wenn wir auf den Preis Einfluss hätten, könnten wir uns alle zusammen sogar einen Traktor kaufen und damit sicher unser Leben verbessern. So, dann haben wir jetzt die Tansania-Partie. Ein hochbezahlter Experte prüft Baumwolle aus Tansania. An der Baumwollbörse in Bremen werden die Naturfasern aus Übersee auf ihre Qualität geprüft. Im Auftrag der deutschen Textilunternehmen wird hier über den Wert der Arbeit der Tansanier gerichtet. Sehr schöne Faser. Glatt, wenig Nissen. Ja, hier ist der Standard. Die hat unbedingt 1/8. Tja, da kann ich die nur beglückwünschen. Die geben sich Mühe in Tansania. Die Baumwollbörse in Bremen ist das Zentrum des Handels in Europa. Alle Großunternehmen der Branche haben hier eine Vertretung. Der Pressesprecher einer Firma, die Baumwollstoffe zu Jeans verarbeitet, hat uns einige Fragen beantwortet. Welche Marktführung behauptet die von Ihnen vertretene Firma in der Bundesrepublik? Die Firma Mustang ist der größte Jeanshersteller in Deutschland. Welche Stoffmengen aus reiner Baumwolle, dem Denim, dem Blue Denim, werden derzeit pro Jahr etwa in dieser Firma verwandt? Wir verarbeiten etwa 9 Millionen Meter Blue Denim pro Jahr.
Welche Rolle spielen die Weltmarktpreise bei diesen Mengen an verbrauchter Baumwolle? Ja gut, der Weltmarkt spielt schon eine entscheidende Rolle. Die Baumwollpreise waren in den letzten Jahren recht sprunghaft. Insgesamt kann man allerdings sagen, die Preise ergeben sich allein durch die wahren Termingeschäfte. Dadurch ist eine Möglichkeit, so die Rohstoffe einzukaufen, dass wir preislich relativ günstig kalkulieren können. Die Händler kaufen logischerweise immer dann ein, wenn die Ware am günstigsten ist, auch auf die Gefahr hin, dass sie die Ware erst mal längere Zeit an Lager legen müssen. Für Tansanias Handel ist Baumwolle heute lebenswichtig. Das Land liefert aber weniger als 1% der gesamten Menge an ausgeführter Baumwolle für den Weltmarkt. Gegenüber Großanbietern sind diese Erträge bedeutungslos und eine Einflussnahme auf die Börsen unmöglich. Dazu ist Tansania arm und auf den Verkauf der Naturfaser angewiesen. Dem Diktat der Großhändler bleibt die Baumwollbehörde unterworfen. Einer ihrer Leiter ist Herr Peter Makere. Das sind die Lagerhallen, in denen wir die Baumwolle unserer Bauern aus dem ganzen Land stapeln. Für den Baumwollanbau kaufen wir im Ausland landwirtschaftliches Gerät. Die Preise für solche Ausrüstungen sind beträchtlich gestiegen, aber der Preis für die Baumwolle auf dem Weltmarkt bleibt niedrig. Für diese Ballen hier haben die Bauern nicht mehr Geld bekommen als früher. Der Preis auf dem Weltmarkt ist eben niedrig geblieben, weil diese Baumwolle von Konzernunternehmen aufgekauft wird, deren Methoden bei der Manipulation der Preise wir nicht beeinflussen können. Da der Baumwollpreis auf dem Weltmarkt durch Spekulationsgeschäfte zudem auch noch sehr stark aufwärts und abwärts ins Schwanken gebracht wird, bemühen wir uns darum, die schlimmsten Verluste für die Bauern zu verhüten, indem wir ihnen beim Ankauf einen Mindestpreis garantieren. Die Einbußen, die dabei für uns oft entstehen, muss schließlich unser ganzes Land tragen. Aber die Bauern bekommen wenigstens so das schlimmste Elend nicht zu spüren. Ballen von Baumwolle zu 180 Kilo gepresst, bereit für die Ausfuhr. Ein Jahr nach der Ernte stapelt sich in den Hallen noch fast ein Zehntel der Erträge unverkauft und verdirbt. Die Tansanier haben niedrige Preisangebote ausländischer Händler zurückgewiesen. Sie blieben auf 30.000 Ballen sitzen. Welchen Anteil der tansanischen Ernte kauft Ihre Firma? Wie viel war es in den vergangenen Jahren? In diesem Jahr haben wir bis jetzt ca. 48.000 Ballen gekauft. Wir würden gerne mehr kaufen. Aber es liegt am Preis und der billigeren Konkurrenz unter den Anbietern. Das ist die Main-Consideration. Wir werden doch nicht hier teuer einkaufen, wenn wir es dann billig verkaufen sollen. Ist die Baumwolle hier also zu teuer? Im Vergleich zu anderen Ländern versuchen die hier ziemlich viel Geld dafür zu bekommen. Das heißt doch aber, dass sie darauf sitzen bleiben müssen. Das ist Tansanias Problem und nicht unseres. Die können ja warten, ob der Preis steigt. Tansania ist bei den reichen Industrieländern hoch verschuldet. Fast die Hälfte der Staatsausgaben des Landes ist mit ausländischen Krediten finanziert. Zurückzahlen kann Tansania nur mit der Ausfuhr von Baumwolle. Man versucht, die Ernteerträge durch den Ausbau von Monokulturen zu steigern. Deshalb wurde in Muhenda die Großfarm eingerichtet. Der Leiter dieser Farm ist Herr Mwanza Lima. Unsere Großfarm im Dorf wurde vom Staat eingerichtet, damit die Bauern hier ein Vorbild finden. Sie sollen moderne technische Anbaumethoden kennenlernen. Mit solchen Verfahren hoffen wir, die Erträge im Land zu steigern, den Baumwollexport zu erhöhen und damit mehr ausländische Devisen für unser Land zu erhalten. Wir brauchen Geld aus Deutschland, Japan und England. Tokio, Japan.
Haben sich die Erwartungen in die Großfarm erfüllt? Unser größtes Problem bei diesem Projekt droht das Klima zu werden, denn unsere Erträge hier sind durch das unberechenbare Wetter ständig bedroht. Und gegen dessen Folgen müssen wir etwas machen. Jetzt ist Erntezeit. Die Baumwolle reift nach und wird über Wochen gepflückt. Aber ich habe Sorgen um dieses Wetter, weil wenn es regnet, dann kann uns an der Baumwolle großer Schaden entstehen. Solange nämlich die Kapseln nicht ausgereift sind. Wenn man dann zu lange warten muss, besteht die Gefahr, dass Schädlinge kommen. Hier haben sich schon welche an unsere Baumwolle herangemacht. Und das kann für uns bedeuten, dass sie die zum Teil zerstören und beim Verkauf ihr Wert noch weiter sinken wird. Die ganze Jahresernte, unser ganzes Bargeld wird weniger. Und wir haben auf diesem Feld über ein halbes Jahr lang geschuftet. In diesem Jahr hat es für die Baumwolle zu viel geregnet. Deshalb geht es ihr gar nicht gut. Schauen Sie zum Beispiel auf diese kleine Ecke da drüben. Normalerweise wächst unsere Baumwolle schöner. Sie hätte viel größer ausfallen müssen als das hier. Jetzt ist sie zu klein geblieben und das liegt an dem schlechten Wetter. Zu viel Regen. Die Hoffnungen auf die Erlöse aus dem Verkauf der Baumwolle sind bedroht. Technische Erfindungen aus der nördlichen Halbwelt scheinen den Ausweg zu bieten. Zur Abwehr von Ernteschäden setzen deshalb unsere Industrieländer Geräte und Chemikalien mit Vorliebe hier in der armen Welt ab. Diese Waren müssen mit Devisen aus dem Ausland bezahlt werden. Von den Einnahmen aus der Ausfuhr der Baumwolle muss ein Teil für den Kauf dieser Sprühpumpen verwendet werden. Diese Sprühgeräte zur Bekämpfung der Baumwollschädlinge benötigen zudem auch noch Batterien und Chemikalien aus dem Ausland. Die Leute aus Mohenda sind beeindruckt. Sie finden in den Geräten leistungsfähige und bequeme Hilfe. Sie sind stolz, über die moderne Technik dieser chemischen Keule verfügen zu können. Als wir die Leute auf die giftigen Nebenwirkungen der Sprühmittel hingewiesen haben, lächelten sie. Mitten im Dorf liegt die Lagerhalle für die chemischen Kampfstoffe der Großfarm. Berge dieser ausländischen Waren sind hier aufgetürmt. Papiersäcke voll DDT, einem Stoff, dessen Verkauf in Europa und den USA längst verboten ist, da er noch Generationen später bei Kindern und Haustieren zu Missbildungen führen kann. Ist Mohenda ein Entsorgungslager der Grünen Revolution? Wir wollten die Menschen auch darüber aufklären, dass wenn sie solche Chemikalien anwenden, die fruchtbaren Böden in wenigen Jahren ausgelaugt und unfruchtbar werden und sie dann zusätzlich chemische Dünger im Ausland kaufen werden müssen. Doch sie staunten nur ungläubig. Und bald sollten wir auch erfahren, warum. Man hatte sie schon anders belehrt. Ein Wagen ist aus der Stadt gekommen. Nach der Dämmerung wird auf der Großfarm ein Propagandafilm gezeigt. Die Chemie soll sich auch unter den Kleinbauern durchsetzen. Die Schädlinge sind die großen Feinde der Baumwolle. Sie fressen die Blüten und Fruchtkapseln der Pflanze und vernichten so unseren Ertrag. Erfahrene Experten aus dem Ausland empfehlen uns diese zwei Chemikalien zur Bekämpfung der Baumwollschädlinge.
In den ersten 6 Wochen muss man sie windsprühen und später dann das DDT. Man mischt sie in das Wasser, so wie es hier der Fachmann zeigt. Beim Sprühen von DDT sollte man genügend Abstand wahren, damit die Insekten möglichst weit angegriffen werden können. Das Versprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln im Baumwollanbau ist wirklich sehr einfach. Wir benutzen Schädlingsbekämpfungsmittel aus Deutschland. Von der Firma Höchst, dem Chemiekonzern. Wir möchten gerne etwas mehr verdienen und wir hoffen, das durch die Modernisierung des Anbaus der Baumwolle zu erreichen. Ich muss deshalb Chemikalien und Sprühgeräte kaufen. Ohne diese Hilfsmittel gegen die Insekten wäre heute der Anbau der Baumwolle noch sehr viel schwerer. Diese Sprühpumpen sind sehr praktisch und wir kaufen sie aus Europa. Und die Batterien dafür aus Japan. Eine Pumpe kostete uns 40 Kilo Baumwolle. Sind 40 Kilo nicht mindestens ein Zehntel Ihrer ganzen Ernte in diesem Jahr? Ja, sicher. Die Chemikalien sind im Verhältnis zu den Baumwollpreisen zu teuer. Wirklich viel zu teuer. Wenn man die Preise für die Schädlingsbekämpfungsmittel mit den vergangenen Jahren vergleicht, sind die Kosten unglaublich gestiegen. Wenn man es vergleicht, so stellt man fest, dass sich für uns der Preis in 4 Jahren auf das 12-fache erhöht hat. Durch die Preiserhöhung von Rohöl, Industrieprodukten und die Inflation sind die Sachen für uns fast unerschwinglich geworden. Werbung in Dar es Salaam. Unsere Industrie hat einen Markt entdeckt. Das Land ist verschuldet, soll sich durch billige Rohstoffexporte sanieren, muss also Erträge steigern durch den Ankauf von Technik für die Landwirtschaft. In den Augen der Afrikaner ist dieser Traktor die Hoffnung. Doch man wird sie wieder bezahlen müssen durch den Verkauf eigener Rohstoffe. Der Traktor wird also Baumwolle fressen. In Muhenda sagen die Leute zu der Farm im Dorf stolz, die Traktorfarm. Für sie wurde die Musterfarm eine Schleuse technischer Wunder. Und Traktorfahrer zu werden, ist in Muhenda unter der Jugend heute der absolute Traumberuf. Der Leiter der Farm, Herr Mwanzalima, hat da schon eher Zweifel. Wir haben ihn gebeten, den Traktorfahrern die Abhängigkeit von dem teuren Kraftstoff und Ersatzteilen zu erklären. Im Jahre 1972 zum Beispiel kostete uns so ein Traktor den Wert von 34 Baumwollballen. Heute aber, 1979, kostet dieselbe Maschine den Verkaufswert von 74 Ballen. Ich habe versucht, diesen Unterschied im Verhältnis von den beiden Haufen hier anzudeuten. Ihr seht, das Verhältnis der Baumwollmenge für den Kauf der landwirtschaftlichen Geräte ist im Vergleich sehr angestiegen. Der Preis für unsere Baumwolle dagegen ist geblieben. Deshalb müssen wir heute mit unseren Händen für den Erwerb des gleichen Traktors mehr als doppelt so viel arbeiten. Nur, damit wir das Gleiche im Ausland kaufen können wie vor 7 Jahren.
vijana wa Tanzania, wanajeshi wa Tanzania. Unashuku pakumuweka hili amini, wanajeshi wa Tanzania. Unashuku pakumuweka hili amini, wanajeshi wa Tanzania. Wavijana wa Tanzania, wavijana wa Tanzania, wavijana wa Tanzania, wanajeshi wa Tanzania. Tunashukuru kwa kumweka heri amini, wanajeshi wa Tanzania. Der Lastwagen hat die Baumwolle aus Mohenda in die Stadt geschafft. In einer Entkernungsanlage wird hier die Faser vom Baumwollsamen befreit. Solche Manufakturen gibt es in Tansania schon seit der Jahrhundertwende, den Zeiten deutscher Kolonialherrschaft. Bis zur Unabhängigkeit war diese Arbeit die einzige Veredelungsstufe des Rohstoffes im Land selbst. Die Verarbeitung in Spinnereien und Webereien war den Industrien des Mutterlandes vorbehalten. Allein die Reinigung der Faser sollte in der Kolonie geschehen. Der Frachtkosten wegen war sie in Europa unrentabel. Auch 80 Jahre später hat sich an den Interessen der deutschen Wirtschaft nichts geändert. Die gereinigte Naturfaser wird bei uns versponnen, verwoben und zu Textilien verarbeitet. Unser modernes Leben geht zurück zur Natur. Neue Fasern sind Naturfasern. Die Baumwolle ist da natürlich die idealste Faser, weil sie diesem Trend am besten gerecht wird. Sie ist umweltfreundlich und damit sicherlich im Trend. Die wohl typischsten Baumwollprodukte sind Jeansprodukte im weitesten Sinne. Ich denke da auch an Produkte, wie wir sie hier sehen, an ein Hemd, an ein T-Shirt, an eine Weste und dergleichen mehr. Unsere Zuwachsrate ist mit Sicherheit eine zweistellige Zahl in diesem Jahr. Ich möchte nicht zu hoch greifen. Im vergangenen Jahr war die Entwicklung, der Zuwachs bei etwa 36%. Wir freuen uns natürlich darauf, dass wir mittlerweile in der Statistik auch einen nicht unerheblichen Anteil haben. Während immerhin nur noch weniger als ein Teil an BHs pro Jahr gekauft werden, sind es bei Blusen 3 Teile, Hosen im Moment 1,5 Teile. Und wir rechnen, dass wir unseren Jeans-Umsatz in den nächsten Jahren nochmals verdoppeln können. Wie wollen Sie das erreichen? Erreichen werden wir das sicherlich dadurch, dass wir dem Verbraucher ein sehr stark markenzentriertes Verkaufen durch eine aggressive Publikumswerbung anerziehen. Welche Rolle spielt der Export für Ihre Firma? Der Exportanteil der deutschen Industrie war schon immer hoch. Die deutsche Textilindustrie ist der größte Exporteur in Europa an Textilien. Der Anteil von Mustang liegt heute bei 25%, nachdem wir erst seit ganz kurzer Zeit in den Export gegangen sind. Hallo Jeans-Fans, pull your jeans on, your Mustang Jeans. Fantastisch, dass es die gibt. Die echten, die Bell-Bottoms mit Nieten und Nähten, die alles mitmachen. Mit Lederetikett und den Longlegs, die fancy Jeans in all den aufregenden Summer-Colors. Jeans und Jackets von Mustang. Pull your Mustang Jeans on. Mustang gibt's in allen duften Jeans-Shops. Mustang! Unsere Leute hier machen die Baumwolle und unsere Baumwollbehörde verkauft sie dann ins Ausland. Nach Deutschland, England oder Japan wird sie verkauft. Dort macht man Kleider daraus und ein Teil davon wird von uns wieder zurückgekauft. Was kosten solche Kleider? Diese Kleider sind dann furchtbar teuer. Schauen Sie, seitdem Sie hier im Dorf sind, trage ich dieselben Kleider. Wir Bauern hier, wir müssen tagelang die gleichen Sachen anziehen.
Wir haben nichts zum Wechseln. Glauben Sie, dass so der Fortschritt aussieht? Zumindest solltet ihr Leute, die ihr mitbekommen habt, unter welchen Bedingungen wir arbeiten müssen, ihr solltet verstehen, dass wir in sehr schlimmen Zuständen leben müssen. Ja, wir haben Probleme. Ich muss diese Kleider hier seit einer Woche auf meiner Haut herumschleppen. Die gleichen Kleider. Da muss man ebenso bleiben. Wir verkaufen für 3 Schillinge das Kilo. Das ist absolut unfair. Das Land ist von den Warenmärkten der Welt abhängig geworden. Die Menschen bekommen diese Abhängigkeit immer stärker zu spüren. Seit Beginn der Kolonialzeit waren Afrikaner darauf angewiesen, Stoffe und Kleider aus Baumwolle im Ausland einzukaufen. Deshalb hat man nach der Unabhängigkeit mit dem Aufbau einer Industrie zur Verarbeitung eigener Rohstoffe begonnen. Seit einigen Jahren wird in diesem staatlichen Textilbetrieb Baumwolle zu Garnen versponnen. Veredelung und Verarbeitung von Baumwolle im Land selbst versprechen weniger Abhängigkeit vom Ausland. Für Gebrauchsgüter zur Versorgung der eigenen Bevölkerung würden dann keine Devisen mehr verloren gehen. Der Gewinn könnte im Land selbst bleiben. Wegen der teuren Textilimporte scheint es uns am besten, die Kleidung hier bei uns selbst herzustellen. Aber wenn wir eine eigene baumwollverarbeitende Industrie aufzubauen versuchen, dann müssen wir die notwendigen Maschinen aus Übersee kaufen. Und da ist der Preis für uns so hoch, dass, wenn man hier produziert, die Kleidung ebenso teuer wie die importierte werden muss. Wir wollen selbstständig handeln, aber wegen der Verwicklungen ist das nicht drin. Und trotzdem müssen wir eine eigene baumwollverarbeitende Textilindustrie aufbauen. Dieser ganze Mist kommt eben von den Schwankungen der Rohstoffpreise, unserer Abhängigkeit vom ausländischen Geld und eben der ganzen Unordnung auf dem Weltmarkt. Die meisten dieser Textilmaschinen aus dem Ausland sind veraltet. Sie wurden teuer erkauft. Mit Gewinnen aus dem Handel finanziert unsere Industrie neues, modernes Gerät. Die Afrikaner müssen dafür mit noch mehr Rohstoffen bezahlen. Der Vorsprung der Industrieländer wächst weiter. Tansania kann nicht mithalten. In der Textilindustrie Europas ist mittlerweile eine neue Ära angebrochen. Die Lohnkosten sind für uns natürlich eigentlich kein Problem mehr. Das hängt damit zusammen, dass gerade in der Jeansproduktion ein hoher Grad der technischen Reife erzielt ist und wir damit natürlich sehr viel erreichen können. Es werden zu der Verarbeitung der Jeans beispielsweise Schnittbildcomputer, die an einem komplizierten elektronischen Datenverarbeitungssystem hängen und dadurch auch gesteuert werden, eingesetzt. Damit kommen wir auf Produktionszeiten, die für die Herstellung dieser Produkte äußerst interessant sind. Eine Jeans herzustellen dauert heute etwa 9 Minuten. Daher ist für uns die Lohnkostenfrage eigentlich völlig unerheblich und spielt eine untergeordnete Rolle. Modernste Technologie senkt heute die Kosten in einigen Zweigen unserer Textilindustrie, wie zum Beispiel bei den Jeansproduzenten. In Tansania können sich die einheimischen Hersteller von Hosen auf dem eigenen Markt gegen die Konkurrenz der Ausländer nur behaupten, indem sie eigene Kosten niedrig halten. Da aber schon die importierten Ausrüstungen teuer waren, dürfen dann die Arbeiter nicht zu viel Lohn bekommen. Ich bin ausgebildeter Schneider seit 1964. Arbeitet Ihre Frau mit? Meine Frau ist auch Schneiderin, aber sie arbeitet daheim. Sie hat es von mir gelernt. Meine Frau näht bei der Familie zu Hause und wir arbeiten zusammen und teilen uns das Einkommen. Nur der Lohn allein, den ich hier bekomme, reicht nicht für die Familie. Nach der Schicht in der Fabrik esse ich etwas daheim und setze mich gleich an die Nähmaschine. Ich bin gezwungen, fast 18 Stunden täglich zu arbeiten. Ich bekam diesen Job hier, weil ich ausgelernte Schneiderin bin.
Für hiesige Verhältnisse verdiene ich nicht so schlecht. Aber 610 Schillinge reichen gerade für ein sehr einfaches Auskommen in der Stadt. Ich kann davon gerade das Essen einkaufen. Für Kleidung und anderes ist es schon kritisch. Was kann man da überhaupt tun? Ich komme mit dem Lohn eigentlich nur aus, weil ich bei meinen Eltern lebe und nicht verheiratet bin. Wenn ich Geld hätte, würde ich mir eine eigene Nähmaschine kaufen. Wenn ich von der Schicht aus der Fabrik komme, könnte ich noch mit dem Nähen etwas hinzuverdienen. Afrikaner zu Besuch in der Bundesrepublik. Diese tansanischen Landwirte wurden von dem Jeanshersteller eingeladen. Sie sollen sich moderne Verarbeitung von Baumwollstoffen ansehen. Schneider aus Fleisch und Blut suchen sie hier vergebens. In der Rolle eines fantastisch-utopischen Schneiders arbeiten der Schnittbildcomputer und andere neueste, von Mikroprozessoren elektronisch gesteuerte Geräte. Wir haben versucht, die Afrikaner nach ihren Eindrücken zu befragen. Wir waren betroffen über die verständliche Faszination, die diese Wunderwelt in ihnen hinterlassen hatte. Sorgsam hatte das Unternehmen vermieden, sie mit den Schattenseiten dieser Produktion zu verwirren. Und andererseits waren den deutschen Textilarbeiterinnen Gespräche mit den Bauern aus Afrika wegen der schwierigen Verständigung nicht möglich. In den vergangenen 20 Jahren konnte diese Industrie in der Bundesrepublik mit einigen Rekorden aufwarten. Die Angestellten mussten eine Steigerung der Produktivität um 400% pro Arbeitsstunde verkraften. Die Hälfte aller Arbeitsplätze ging verloren. Und auf der Suche nach höheren Profiten verlagerten Unternehmen ihre Produktionsstätten in diktatorisch regierte Billiglohnländer Asiens, wo Steuerfreiheit, Hungerlöhne und das Fehlen von Gewerkschaften ihnen eine sorglose Zukunft garantieren. Es ist sicherlich so, dass die Baumwolle einige Schwierigkeiten oder einige Unruhe in den Arbeitsmarkt gebracht hat, nachdem einige Konfektionäre, insbesondere aus der Miederindustrie, dazu übergingen, im Ausland Produktionskapazitäten aufzubauen und von dort aus ihre Ware in den europäischen Markt zu bringen und dadurch auch gewisse kleinere, unrentable Werke aufgegeben haben. Das hat einige Unruhe in den Arbeitsmarkt gebracht und auch einigen sozialen Unfrieden gestiftet. Das heißt aber nicht, dass meine Firma daran denken würde, ihre Produkte, mit denen sie den Hauptumsatz macht, ich denke hier im Speziellen an die Jeans, ins Ausland geben würde. Dafür gibt es Gründe, die reine Produktionsdauer einer Jeans, die etwa bei 9 Minuten liegt. Daher ist der Lohnkostenanteil am Produkt relativ unerheblich. Wir denken an die Arbeitsplätze und dergleichen mehr. Und wir sehen natürlich recht optimistisch in die Zukunft. Diese Frauen leisten billige Fließbandarbeit. Die meisten sind Hilfsarbeiterinnen. Mit der nächsten Generation von Robotern werden auch sie den Arbeitsplatz verlieren. Sind deutsche Arbeiter also Sklaven der gleichen Weltordnung wie die tansanischen Bauern? Die Marktwirtschaft, die sich die Freie nennt, hat zwischen Nord und Süd eine Teilung der Welt vollbracht. In solche, die bestimmen und solche, über die bestimmt wird. Verläuft diese Teilung nicht auch bei uns? Thank you.
Ich krieg viel zu wenig. Wir haben nichts. Und was ist mit euch? Ihr, unsere Gäste, die ihr bei uns im Dorf diese Fotos macht, seid ihr nicht die gleichen Leute, die unsere Baumwolle kaufen? Warum versucht ihr dann, uns auszunutzen und auszubeuten? Ihr, unsere Freunde, warum geht ihr nicht heim und lehrt euer Volk mit diesen Bildern da, über die Verhältnisse nachzudenken? Wenn ihr zu uns kommt und uns helfen wollt, dann solltet ihr dafür sorgen, dass die Kleider, die in Deutschland gemacht werden, günstiger zu kaufen sind. Sorgt dafür, dass unsere Baumwolle bei euch auf dem Markt teurer verkauft wird. Das wäre gut, da könnten wir euch dankbar sein. Aber nicht so, wie es jetzt ist. Das ist Unrecht. Oder ist es recht so? Ist das gut so? Nein, so nicht. Wenn schon der eine plant, den anderen auszubeuten, dann sollte es wenigstens mit ein bisschen Fairness passieren. Und nicht so unanständig. Ich danke euch vielmals, Freunde. Viel Glück. Tanzania, wanajeshi wa Tanzania, wanajeshi wa Tanzania.